Ast bin da. Ja, ich habe Receiving Data. Ah, kann ich da nichts einpflanschen. Ah, oh, jetzt geht's. Jetzt bin ich da. Bist du deppert? Okay, es ist noch immer urfinster. Oh, okay, die Bäume stehen wieder. Hier fasst nichts rein in den Shit. Ja, ich weiß. Ich bin noch nicht dazu. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn das wegzugeben. Mann. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, Paddle ist jetzt voll. Ja, ich werde in die Wall hinein da. Ja, ein bisschen nach links noch drehen, oder? Ja, so. Ja, je nachdem, wie wollen wir das machen? Ja, ja, einfach da am Ding entlang. Also die Wall da direkt am so Tower? Wieder am Tower entlang, genau. Okay, dann doch wieder nach rechts drehen. Jetzt ein bisschen näher ran. Na, warte, ich habe nur noch 10 Sekunden. Damit das an die Ding anschließt. Ja, ist eigentlich angrenzend an die Wand. Bisschen rauf. Oh, nicht zu arg, Schau, Geh vielleicht ein bisschen runter mit dem. Ja, oder? Damit, weil jetzt. Aber warte, geh mal ein bisschen nach rechts. Lass doch mal. Wir wollen ja nicht, dass sie so weit rausfährt, oder? Na, aber nicht. Ja, das passt schon, schau, die Steinmauer wird das schon kammern. Noch weiter nach rechts. Ich sehe noch weiter, weil wir müssen ja hier das Eck. Ja, aber passt. Ja. Gehen. Wenn wir ihn noch ein bisschen drehen, so. Ein bisschen? Was? So, gib ihm unser Beuch jetzt. Wait. Schwebt zwar ein bisschen da. Ja, das kriegt keiner mit, wenn wir die andere Wall da jetzt gleich da anschließen, dann wirst du sehen, das verschwindet instant. Die Festung ist ab, oder? Can't stop. Na. Was ist das Ballo da? Das geht, oder? Was das bin ich dich? Ja, geh mal rauf auf den Tower, weil vom Tower wirst du das vermutlich, naja, ich weiß nicht, vielleicht besser sehen. Ja. Schauen wir mal. Was soll ich sehen? Achso, ja, du kannst ja schon nichts sehen. Ja. Ja, ich mein. Du passt eigentlich von der Nähe her. Und ansonsten musst du nur noch schauen, dass hier bei der richtigen Höhe ist. Dass sie nicht deppert über dem Boden schwebt. Ja, das bisschen, glaube ich, wird keinen stören. Schau. Das bisschen, was über dem Boden schwebt, das ist sowas von wurscht, oder? So kann ich es platzieren. Ja. Geh wärm. Oh, what the fuck? Ah, shit. Hure verdammte Mist, jetzt habe ich das Inventory aufmachen wollen und. Okay, warte nochmal. So war's, oder? Nein. Ein bisschen vielleicht noch nach außen, oder? Nicht drehen, sondern raus, oder? Nach links drehen vielleicht. Warte noch raus. Ein bisschen links drin. So. Ja, jetzt schau, jetzt schließt mit der anderen Wall direkt ab. Ja. Passt. Ja. Platzier die Scheiße.
bisschen auf Zeiten. Schau mir das aus der Ferne an. Das schaut ja schon nach irgendwas aus. Schaut voll ab aus, oder? Kennst Minecraft, oder? Das ist eine richtige Military Base. Alter, da unten, oder das kleine Zipfel, wo der Boden da raussteht, da kommt nix rein. Ein Hase vielleicht. Ja, nicht einmal. Der stirbt aber dann an dem Zaun. Ja, was heißt, oder? Der wird umgekockt. Ja, schaut schon ziemlich gut aus, oder? Schaut überhaupt aus, oder? Ich pack das nicht. Oh, von oben betrachtet. Warte kurz, ich renn kurz rauf. Na, ich bin hier draußen auf diesem Stockwerk so. Das schaut voll ab aus, oder? Eine Military Base, passt schon. Vor allem die großen Bases bringen sich ja wohl nichts. Na wohl nicht. Die Daniel hat eh gemeint, wenn sie das hier wegsprengen, das kann uns so wurscht sein, weil das Holz ist so billig. Also eine fette Base, was hast du davon, dass sie urriesig ist? Ja, eh nichts. Du kämpfst ja eh nicht drin. Du hast das eh bei den Fonsis gesehen, die wir da weggerotzt haben, oder? Hat ihnen exakt Nüsse gebracht, ein paar Satchel Charges und der Scheiß ist weg, oder? Ah, ist da schon wieder Platz drin? Oh, 12 Slots, oder? Ja, und mach sie nicht zu, weil ich muss den Lamba ja auch irgendwo hingeben. Ich zieh mir die... 4 Slots. Ja, Alter. Weil ich zieh mir die Rückball direkt rein. Bis wir jetzt irgendwo nach hinten und job dort. Ja, welcher Baum sieht fett aus. Ist fett. Aber ist... Und er gibt 15. Oh, ein guter Fang. Ein guter Fang. Also du jobst den Scheiß schneller weg, als ich es nachbauen kann. Ja, wenn ich... Ah, oh, ich glaube, ich suche mir gleich ein Hunting Knife. Und dann könnte ich zuerst ein Vorrat anschoppen und dann schnell verarbeiten. Ja, weil das allein das Lumber createn ist, dauert urlang, oder? Vor allem jetzt 80 Wood Piles. Das dauert. Ich Spaß, Alter. Ja, ich tue mir eh, ich tue immer die, das Lumber, was ich gerade fertiggestellt habe, haue ich direkt in den Laden, in die Ding rein. In den Shack und hol mir gleich Holz nach. So dass er nicht unterbricht. Ja, jetzt sind 10 Lumber drin und noch 72 Wood Piles. Und 10 habe ich noch in meinem Inventory, oder? Ja, jetzt müssen wir die Bezahlung erhöhen, weil es noch effektiver hakelst. Er hat die Holzproduktion maximiert. Maximilian, so, wir haben schon wieder 14 Lambda, oder? Ich box nicht. Lumber. Also ich sag, 27 Lumber brauchst du für eine Wall. Ja, ich glaube, von dem Holzvorrat, den wir jetzt drin haben, gehen sich zwei ganze Walls aus. Ich weiß nicht, du brauchst 100 irgendwie viel Woodpile. 100. Ach, keine Ahnung. Ach, 108 oder so. Wenn du 54 für eine ganze Wall brauchst. Ja, ja, aber ich hatte noch Lumber drin und ich habe noch ein Plywood drin. Ah, okay. Na dann. Jetzt sind wir auf 57 Woodpiles und ich habe schon 19 Lumber. Also ich sage ja, das geht sich noch aus, oder? Jetzt sind wir auf, auf 51 Woodpiles, ein Plywood und 21 Lumber. Also zwei Walls sollte sich fast ganz ausgehen mit dem Crap. Aber ich schaue, wenn ich genug Lumber habe für eine Wall, dann crafte ich die Wall, damit ich mal Slots freikriege, weil sonst... Ah, hätten eine Chainsaw rausbringen sollen. Ok,
gehst dahin, weg ist der Baum. Ja, 6 Woodpile fehlen uns, glaube ich. Nein, nicht einmal, nur 2 für eine volle Wall. Kann ich meine Axt nicht upgraden, dass sie noch mehr Woodpile rauszieht? Oder dass sie direkt Lumber abbaut? Das kannst du nur, wenn du das Kettensägen-Upgrade hast, kennst? Oder einfach irgendein Gerät bauen, das das Holz alleine umwandelt. Advanced Workbench. Ist an dieser komische Fonzie, der 24/7 on ist. Voll. Aber das ist der Precise. Also das, na, kann ja gar nicht, das kann ja dann gar nicht sein. Der dann wäre ja jetzt gerade nicht on. Der Partisan-Lappen ist die ganze Zeit on. Gleich kommt die nächste Lieferung. Ja, ich habe gleich eine Wall fertig. Ja, brauchen noch so 6, 7, 8 Walls. Boah, ich liebe das, wenn er sagt, du brauchst ein Workbench in deiner Nähe, Alter, und du stehst genau hinter dem Scheißding. Und wieder eine Wooden Wall fertig. Sollten eine Hornbach-Werbung draus machen. Na, ich werde eh das Video dann in Fast Forward zusammenschneiden und dann so ein Hornbach-Lied einspielen und am Ende so einen Daisy-Player einfach nur stehen und mit einer Träne im Auge. So wie. Träne musst du urbillig so selbst malen. Leicht trickmäßig. Nee. Also eine ganze Wall geht sich schon wieder aus. Was denn gut ist. Bist du deppert, Alter? Hör auf, Alter, ich komm nicht mehr nach. Kommt noch was, da kommt noch was. Hoppala. Ganz langsam. Ja, warte, ich brauch noch Slots, um Sachen zurückzulegen. Hör auf, Mann. Gut. Dann nehme ich dir erst die 10 Slots und geh weiter hacken. Siehst du irgendwann, Base ist fertig und schaust dich drum rum und der ganze Wald sehen. Aber Danny, aber heute warst du da dabei, wie er meint, so, ja, die Bäume, die bleiben ja weg. Was? Was laberst du, Alter? Das ist, das wär's ja, Alter, wenn die Bäume wegbleiben würden. Das Beste war ja, er hat ja gesagt, ja, jetzt kann sich keiner mehr heranschleichen, weil die Bäume umkackt sind. Da kann sich erst recht einer heranschleichen. Ja, was heißt, Alter? So getarnt in dem Scheiß. Komm schon, craft schneller! Magst nicht, aber mein Essen und Trinken ist erst auf die Hälfte runter. Ja, meins ist schon langsam kritisch. Holy crap, ist es jetzt erst, danke, dass du es gesagt hast. Hm. Ja, vielleicht ein paar. Ich stecke ein paar Bandagen ein und dann gehe ich Zombies umhaken. Ja, ich habe nur zwei, wir haben nur zwei Bandagen, also ich habe zwei Bandagen, sonst haben wir nichts.
Big Downside Tree. Das ist aber ein kleiner Baum, nur mit 10. Oh. Es geht irgendwo eine Zutat agro. Okay. Mein, ist ja alles abgesperrt, safe im Auto. Ja. Hast du irgendwas gesilenced? Nein, hast du nicht, scheiße, was frage ich dich, Alter. Richter? Ich bewege mich in der Base. Ja, soll ich da jetzt irgendwo hin oder? Nein. Eine Zutte? Ja, es ist eine Zutte, aber warum sie agro hergelaufen ist, verstehe ich nicht. Vielleicht hakelst du zu laut. Das Holz weg und pack meine Kanone aus und geh mal kurz rausschauen. Nicht, dass da einer um die Base schleicht. Bist du im Wald irgendwo? Ja, nördlich. Oh ja, danke sehr, zu behaupten mich. Ja, sie ist jetzt außerhalb. Zupte, komm her. Ich werde kurz schießen. Ja. Tutti del frutti waschi. Das ist ein bisschen weird. Vielleicht kommen die Zutten wirklich von dem Geräusch. Naja, aber von welchem Geräusch? Vom Craften? Ja, wer weiß. Weil ich habe die Zute raufchargen hören. Sie war gut 40, 50 Meter von mir entfernt und ist bis zur Mauer hier gegenüber vom Safe raufgecharged. Ja, jemand hätte sie sicher nicht rauflocken können, oder? Sonst wäre sie ihm nachgerannt. Check mal draußen die Gegend hier ab. Na, wie gesagt, ganz koscher kommt mir das irgendwie nicht vor. Dreh vielleicht eine Runde ein bisschen weiter um die Base und schau, ob da irgendwer irgendwo in den Büschen ist. Weil ich meine, von vorne wird auf die Base nicht zurennen, die ist komplett gewallt, da sieht er auch nicht rein, aber. Im östlichen Waldstück sehe ich da keinen. Da sind keine Büsche. Das sind nur zwei Karnickel. So, ich habe gleich wieder zwei Walls fertig. Das Essen kommt zu uns. Boah, das bist du, oder? Ja.
gesteppert oder jetzt hat mich von dem Moment Uhr angeflasht, oder denk mal, wer kommt da reingerannt mit der Axt? Der Hellmaster 6000. Ziehen wir gleich wieder die nächsten zwei Wände, oder? Ich weiß mal. Naja. Ich brauche noch ein Leichen. Der Blei und Wut. Ich schau mal da kurz runter. Warte noch kurz, dass ich die zwei Wände platziere, dann kann ich weiter hackeln in der Zwischenzeit. Okay. Vielleicht finde ich ein Hunting Knife. Schau das an, ja. Mit arbeiten, also beim Verarbeiten vom Mut, weil es hat keinen Sinn, wenn du wieder reinschaust, Ding ist wieder voll. Ja, ich weiß. Und ich habe noch 18 Stück im Rucksack. Okay, also zwei volle Walls, holy crap. So, machen wir mal. Bisschen noch zu dir, oder? Ja. So, oder? Machen Sie so, das drehe ich ein bisschen nach links und dann gehe wieder einen Schritt zurück. Das entlang von dem Zaun geht, oder? Nein, ob der Zaun drin ist oder draußen ist wurscht. Das ist. Ja, jetzt. Ah, ja. Gott, so weit. So geht noch Stopp. Und jetzt kannst Ich glaube, ich setze noch ein bisschen runter. Ja, so. Runter auf jeden Fall. Ja, warte, ein bisschen machen wir noch. So können wir es lassen, oder? Ja, das passt. Oh, schau mal, wer da ist. Oh. Hurenkind. Dieser scheiß Busch, Alter, ich box nicht. Aber wenigstens kann ich dir sagen, ob du. Ja. Weiter nach rechts brauchst du nicht mehr gehen. Ein bisschen links kannst du noch vielleicht. Ganz bisschen. Ja, Papa. Ein bisschen wieder rechts. Stopp. So. Das ist aber ziemlich am Zaun vorbei. Ja, ich weiß. Das ist ja vollkommen wurscht. Ja, eigentlich schon. Meine ich kann.
kann noch ein bisschen so schaut, einen Schritt zur Seite gehen. Na, passt schon, weil hier ist eh eine Kurve. Hier ist eh eine Kurve bei dem. Das, wenn du jetzt gleich so machst. Und eins noch nach unten, oder? Ja, oh, scheiße, okay. Nicht bewegen, einfach nur geh und wieder. Genau. Und vorne. Runter. Jetzt ist da nur noch ein ganz winziger Spalt unten rechts, aber das dürfte wurscht sein. Also kannst du das eigentlich platzieren. Das ist ja wurscht. Ja. Ja. Park und GW. Der Zaun wird da umflanscht. Wie wir das dann so bauen. Ich meine, der Zaun kann auch stehen bleiben, der ist ja vollkommen wurscht. Ja, eigentlich schon. Ja, da kommt ein Zug der außen angewandert, oder der Bock geht. Ja, noch 5 Wände. Okay. Geht noch 1, 2, 3. 5. Ja, okay, 5 oder 6. 5, glaube ich, sollten sich schon gut ausgehen, oder? Oh. Da warten wieder 92 Woodpiles auf dich. Ich schau mal da kurz rauf. So, das ist wieder diese Hurenstreppe, wo es nicht rauf kann. Well, my armored SUV is gone. Kennst Armored Base, oder? Alter, das ist super. Blut ist. Ne. Naja. Hast du Bandage? Na. Halt, bleib stehen. Ich glaube, ich muss mich da in die Stadt reinschleichen, in diese äußerste Hütte. Und schauen, ob ich was badeln kann. Bandagen oder sein Zeugs. Bandagier dich schon, du Lappi. Erledigt. Ist es so hell oder what the fuck? Hm, warte mal. Nein, die Sterne leuchten nicht. Und sonst nichts. Ja, bist du gut. Bist du gelähmt, okay? Ich sehe ohne Gamma nur schwarz und die Sterne funkeln. Yeah, seems so people are blowing everybody's shit up. Nö, wird da schon wieder was hochgejagt, oder? Ohne dass wir dabei sind? Ja, von irgendeinem Armored SUV. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht, jetzt wird alles. Wahrscheinlich die DW-Typen haben sich gedacht, was? Der Garagentor wurde weggesprengt, jetzt machen wir genau denselben Scheiß. Das kann gut sein. Jetzt sind sie auf einer Rage-Tour und sprengen alles in die Luft. Das kann gut möglich sein. Naja, schon wieder zu Titel Frutti. Ist dich von mir. Und ich glaube, wir sollten wirklich keine Bäume mehr in der Nähe der Base umhacken, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ein Baum umfällt, ob er nicht eine Wand mitnimmt, die wir platziert haben. Das ist auch nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Mein Gott, der ist nicht so die. Ich hab sie. Oh, und sie hat Pasta gedroppt. Schau mal, was ist das? Ich hab irgendein neues Outfit gefunden. Ist das Outfit geil? Bandit Mask heißt es. Und wie schaut's aus? Ja,
also Militär Gewandel, also nee, also Tarnjacke mit so einem Tarncappy und einem schwarzen Tuch vorm Gesicht. Na dann, gib her mal. Das ist ein Blumsklo, glaubst du, kann ich das abbauen? Na ohne. Open the door. Leider gibt es hier keine gescheiten Stellen zum Looten. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten ein zweites Garagentor bauen. Einen Hinterausgang aus der Base. Richtung Wald raus. Ja, stimmt. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee, oder? Wo dann das Auto auch rein kann. Das wird sich also ein normales Vehicle halt, aber. Naja, du kannst ja theoretisch eh ein Garagentor so bauen, dass sich ein anderes Vehicle. Auch ein größeres ausgeht. Ja, nur die Pylonen von der Garage gehen da nicht bis im Boden und. Der wurscht, hier setzt du durch ein Drittel Wände. Platzierst das einfach in der Luft und. Ja, ja, aber das Garagentor geht ja nur bis zu der Höhe von der Garage selbst. Weil das habe ich mir vorhin auch gedacht, nur wie ich und Daniel das Garagentor hier platziert haben. Nur es gibt keine Garagentore, die für LKWs gedacht sind. Wir können auch hinten so eine normale Tür für einen Survivor, also keine Garagentür. Oder sowas. Oh, was zu trinken habe ich auch gefunden. Ja, passt, weil ich brauche langsam was zu trinken und was zu essen, Alter. Essen habe ich auch. Schau mal hier ins Industrial. Okay, hier ist eine Agrozutte bei mir. Von mir ist sie nicht. Dürfte eh auf mich Agro sein, aber what the fuck. Er ist noch am Server. Oh, Seven ist wieder da. Oh, mein Essen, oh, mein Trinken blinkt, sehe ich gerade. Holy crap, okay. Also, wenn du was zu saufen hast, dann komm dann irgendwann mal wieder her, oder? Sonst verdurst ich. Ja. Schau noch, ob ich hier irgendwas anderes auschecken. Ja, ja. Die halt nur keine Agro-Zutten haben. Die können anscheinend eh nicht durch das Garagentor. Na, ich meine, während ich hier. Achso. Wo ich schau.
So, ich habe jetzt das ganze Woodpile in Lumber verwandelt. Weiß, 40 Lumber haben wir. Nein, 46. Oh, das ist um 6 zu wenig für zwei volle Wände. Aber ich würde echt sagen, wir fahren mit dem Truck eine der hinteren Zäune und bauen so zwischen zwei von diesen Bäumen, die nach hinten rausgehen, eine Tür, wo man auch rausgehen kann. Alter, und ich blute. Ich habe noch eine Bandage. Blut hier noch schnell. Euch ab. Es sind überall Lockboxes, aber nicht von Spielern aufgestellt. Frag ich weiß. Mich echt, was die machen. Ich habe keine Ahnung. Wenn man die knackt. Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt auch. Bringt schon wieder wahnsinniger. I'm bleeding. Hast du aber gesagt, das Bluten hört irgendwann auf? Das Bluten hört irgendwann mal auf. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass ich sogar angeschossen wurde und einfach weggelaufen bin, weil ich keine Bandage hatte und nach ungefähr 5-6 Minuten rumrennen, sagt das Bluten aufgehört hat. Oh mein Gott. Kommst du da gelaufen? Komm schon, spring. Oh mein Gott, er schafft's nicht. Doch, er hat's geschafft. Aber das Bluten hat schon aufgehört. Okay. Oh, eine Zutat, okay. Versucht den Zaun durchzuglitschen. Ich leg da jetzt was rein. Ja, in den. Oh, perfekt. Dann trinke ich selber. Und da hast du es gegessen. Oh, thanks. Bauen wir jetzt vielleicht an der nördlichen Seite. Ja, ja, mach ich. Bau jetzt die Drittelwände mal zusammen. Kann gleich drei davon bauen. Keine Ahnung, wir könnten hier, schau, ich platziere hier noch eine Wall, wo ich gerade stehe beim Baum, hier im Norden hin, und dann könnten wir hier die Tür hinmachen, so diagonal raus, Richtung Büsche. Boah, da sind sicher viele Zutten draußen, oder? Mach gerade das Türdel auf. Und ein paar. Ja. Ich platziere mal die Wall hier. Jetzt passt schon mal in der Position. Aber jetzt brauchst du nur noch die Höhe machen. Ja, passt. Und go. Wahnsinn. Na warte, greifen die ineinander die Walls oder sehe ich das nur falsch? Ja, die greifen halt über den einen ineinander.
ein Holzding. Was der? Na so. Also du meinst von der. Oh, die Zute haut mich gleich. Holy crap. User joined your channel. Oh, die sind noch immer online. Ja, ja. Oh, scheiße, Zuten hauen mich. Ich blute. Ja, cancel building. Oh, fuck. Basin? Ja, scheiß Hurens Viech, Alter. Ich glaube, so eine NPC, der dich gemacht hat. Ja, das Blöde ist, du kannst dich leider nicht wehren, während du was baust. Oh, das ist die letzte Bandage, die ich habe. Holy crap, Alter, die Hurensviecher. Kannst du die umchoppen? Ja, ein paar habe ich umchoppt. Okay. Achso, ja, du hast auch keine Bandages. Den ich halt. What the fuck? Sardinen. Oh, du Scheiß. Okay, ich habe die gerade reinglitschen sehen in die Base. Du blutest wieder. Ja, ich lass einfach ausbluten. Schon passt. Okay, und noch einmal. Ich glaube, sie haben mich infiziert. Warum geht denn? Ist denn Gesicht? Ich huste, ne? Achso, Antibiotika haben wir eh noch genug. Dann lock mal den Safe. Hast du das neue Passwort? Ist er neu? Ja, wir haben ihn ja verschoben. Wir haben ihn ja verschoben. Aber was heißt ein neues Passwort? Ja, das Passwort wird resettet, da hast. Resettet. Okay. Was soll das neue Passwort sein? Das ist das neue Passwort. Ey, da gibt's ja nicht, Leo. Ja, ich habe mir auch gedacht, du kannst das Passwort dann einfach beibehalten oder das Server wieder reinflanschen, nur offensichtlich lässt das Game das nicht zu. Schaust du mal wegen der Wall, passt das so? Moment. Ich habe noch 23 Sekunden. Okay. Screenshot. Ja. Kann ich so platzieren? Ja. Schau gerade, was wir da alles haben. Ja, das passt schon. Für Notfälle haben wir noch Bacon. Bacon, ausgezeichnet. Ja, ich werde gleich die nächste Wand... ja, das hier sollten wir umfahren, diese Zäune hier. Hier außen. Weil genau da siehst du, wo der Baum ist. Vom Baum an würde ich diagonal hier ein Backdoor setzen, weil dann haben wir es hier zu den Büschen hinterm Haus nicht weit. Das ist die nächste Wall, würde ich jetzt hier unten platzieren, damit wir mal raufbauen, damit wir ungefähr dahin kommen. Dann sollte das schon funktionieren. Alter, meiner will einfach nicht jumpen ums Verrecken. Ja, das kenne ich. Das sagt echt. Ich hatte das heute schon ein paar Mal, oder? Dass du irgendwie so in so einer behinderten Animation hängen bleibst und der will einfach nichts machen. Craft Plywood, gib mir. Oh, du hast wieder Woodpile reinkommt, ausgezeichnet. Aber nicht viel. ...18 Woodpiles sind 9 Plywood, da könnte sich's ausgehen, dass ich nur eine ganze Wall baue. Vollgas geht sich aus. Die Wärme. Richard. Na
glaube, jetzt soll sie schlafen gehen aus. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Immer wurscht. Oh, Seven is losing connection. Oh, Alter, das geht sich genau für eine Wall aus, was du mir reingepackt hast. Das ist genau perfekt, wirklich eine ganze Wall, weil dadurch habe ich jetzt genug Lumber, um die anderen Komponenten herzustellen. Jetzt wird das Heisel wenigstens leer. Ja, was heißt? 74 Slots sind's wieder. Nee, schon wieder am Job. Sind schon wieder zucken, Alter. Hast du das Tor zugemacht? Ja. Okay. Solange es nicht reinkommt. Okay, ja. Agro. Auf dich, Agro. Nein. Oh mein Gott, wahrscheinlich werde ich gleich sterben, oder? Okay, sie war kurz Agro, jetzt hat sie abgelassen. Okay. Ich dachte schon, sie rennt auf mich zu. Oh, mein Blut ist endlich wieder voll nach 1000 Jahren. Wer hätte das gedacht? Oh, jetzt hat sie aber Agro. Mich hat die Zute zweimal geschlagen. Also, wurde zweimal Couch und das so, dass ich blute und ich habe noch immer über 3/4. Ja, na, ich glaube, sie haben das jetzt irgendwie dynamisch versucht zu regeln mit wie lange du blutest, wenn sie dich haut. Bandage bringt sicher dann fast gar nichts. Blut, ja, was verlierst. Basically stimmt. Ja, da liegt noch Holz rum vom letzten Job. Perfekt. Und die nächste Wall ist fertig. War noch ein Baum, dann komme ich wieder. Oh, warte mal, ich schau mal, ob ich die Ding craften kann. Wooden Door. Weil dann brauchen wir es nicht kaufen gehen, sonst ist es ein bisschen blöd. Bissel blöd. Craft Doorway. Ah ja, ich kann Doorway craften. Na passt, perfekt. Das Hintertürl. Und genau davor ziehe ich mir das Plumpsklo. Ja, das Problem ist, ich muss hier mit dem LKW irgendwie reinfahren, damit ich das hier umsegel, was da steht dabei. Ich schau mal, wenn ich es platziere, wie es ausschaut. Wer hat den Schlüssel überhaupt? Ja, schau das an! Na ja, warte mal, komm erst zurück. Oh, so viele geholzte Bäume. stell dich mal hin, nur damit ich sehe, ob du von der Größe durchpasst, wenn du reingehen würdest. Ja, okay, das geht sich aus. Das Problem ist, ich sehe keine Tür. Ja, außerdem musst du sie von außen platzieren, sonst schaut das komisch aus. Ja, ja, aber das Problem ist, ich sehe keine Tür auf dem Graffel. Ich steig mal in den Truck und fahr mal diesen provisorischen Zaun, der hier ist, um. Okay, da sind noch immer Zutten, oder? Ah, oh, ich hab's geschafft, drüber zu jumpen.